Projekt im Haus. Check das aus. Yes. Wir kreisen um die Welt mit einem Finger über ein Atlas bis und Testosteron sind die Brüder der Papas verbreiten Schrecken wie Anfangs, sie bezeichnet als Shutter zusammen eine Riesenbombe in einer einsamen Landschaft. Dies geht draußen, alle hätten Arsch, wir kommen aus den Scheinetagen und bringen euch täglich nur die extra Laden, Textpassagen. Wir rimmen Raps und Phrasen, bauen auf den letzten Laden, Raps sind ihre besten Tagen, wie geht's dir nichts zu essen haben. Wir bekommen oft Disses, wir seien frauenfeindlich, ein anderer meinte, ey, wir brauchen euren Style nicht. Doch jeden Tag trinken wir Texte am Reibtisch und steht Flow für jeden Hörer begreiflich. Mono, Papa, Brüte, Pussy, Pupa, Therapie, pralle Puppen, Rest, Penis und probieren die Proteine, das Projekt primitiv und du pubertierst so Bocke, ich pack Punkte, bin jetzt weg, drin, du pullerst nicht im Hocken. Ich studiere Rap wie andere Politikwissenschaften, während andere sich verklicks Wissen verschaffen, nehme ich das Leben mit und in die Umwelt zu raffen, denn ich scheine nicht in diese Umwelt zu passen. Meine Eier heißen dick und noch viel dicker, ich tipp auf die Bühne und habe rum wie eine Welle, dicker, dicke Lines, fresher Flow ist in Unterwelt zum Standard, das ist richtig wie bei Tusenpille schlucken oder Tangas. Jeden Tag stell ich mich der Herausforderung, probier rapmäßig tief zu gehen wie mit der tiefe Ausbauung. Ab und zu fällt's mir schwer, wie Sprit mit der Rauchhalle, doch dann zeig ich Magie in der Rap-Zauberstunde. Ich bin kein harter Gangster, kann ich hau dir auf die Fresse, ich bin nur ein dober MC auf dem Wege Richtung Presse, dicke Bässe, dicke Eier, ich bin Party-Rap, der löst und wechsel Texte nach der Typ, wenn deine Pussy für mich bippt. Mein Style geht hoch hinaus wie Michael R. Jordan, mehr hab ich leider nicht, kann höchstens Kleingeld borgen. Doch es ändert nichts daran, meine Finanzen machen mir Sorgen. Aber vielleicht ist aus dem Assi irgendwann ein Scheich geworden. Ey, was soll ich machen, Mann? Ich denke mit der Eichel und die hat halt am liebsten nur sie lang und sanft gesteigert. Tusen halten für mich, ihr Becken sauber wie mit Seife und fang an, einfach zu hören, damit ich sie nicht meine. Pound und Paul. Bass. Projekt als Heimer. Check das.